Hallo, wir möchten heute mit euch ein konfliktreiches Thema besprechen. Es geht heute in unserem Video um die DDR-Grenztruppen. Dafür habe ich mir den Johannes hier hingeholt. Der hat uns jetzt ein paar Objekte aus unserem Archiv geholt, die eben den Alltag dieser DDR-Grenztruppen darstellen. Es gab eben nicht nur den BGS, den deutschen Zoll und amerikanische Soldaten, die hier an der innerdeutschen Grenze ihren Dienst verrichtet haben, sondern auch Bürger der DDR, die hier auf der östlichen Seite gestanden haben. Und über die möchten wir heute sprechen. Wir beginnen jetzt mit der Einsatzkleidung, die man gerade in dieser kalten Jahreszeit hier an der innerdeutschen Grenze getragen hat. Und da haben wir hier das erste Objekt, einen warmen Parka, oben auch mit Fellkragen. Der wurde gerade dann im Winter eingesetzt. Zur Dienstausrüstung gehörte dann natürlich auch die Dienstwaffe. Das ist eine AK-47, eine Kalaschnikow. Die ist natürlich bei uns entmilitarisiert, die funktioniert nicht mehr. Wir haben sie trotzdem als Exponat bei uns im Archiv. Und dann zu guter Letzt haben wir hier auch noch den Stahlhelm, der von den Grenztruppen getragen wurde. Gut, Johannes, wie haben wir uns das denn ganz konkret vorzustellen? Welche Aufgabe hatten die Grenztruppen? Die Grenztruppen waren an der innerdeutschen Grenze dafür eingesetzt, um erstmal die Grenzsperranlagen als solche in Ordnung zu halten, zu überprüfen, ob noch überall das System funktioniert hat oder ob es Beschädigungen an den Grenzanlagen gab, aber auch im Zweifelsfall dann eben sogenannte Grenzdurchbrüche zu verhindern. Genau, und das bedeutet dann natürlich im Zweifelsfall von der Kalaschnikow, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Das ist richtig. Wenn sie auf einen sogenannten Grenzverletzer gestoßen sind, dann hatten die Angehörigen der Grenztruppen die Erlaubnis oder sogar den Befehl, durch eben eine Vergatterungsformel erhalten, bevor Dienstantritt, auf diese Menschen versuchen festzunehmen oder, wie es im Jargon hieß, zu vernichten. Und das bedeutete eben die Anwendung der Schusswaffe. Genau, und das bedeutet natürlich tödliche Gewalt oder jemanden tödlich zu verletzen. Das Ganze ist Teil unserer Geschichte und es ist auch Teil der Geschichte von Point Alpha und deswegen ist es auch wichtig, auf diese Geschichte hinzuweisen. Wir hoffen, ihr seid auch wieder beim nächsten Türchen dabei. Bis dahin. Vielen Dank.